Hallo, liebe Deutschlernende. Dieses Video ist ein Update. Gestern bin ich einen Marathon gelaufen und das war so fantastisch. Ja, es war richtig toll. Es war vor allem toll, es geschafft zu haben. Es war nicht so toll, den Marathon zu laufen, weil ich viele Schmerzen hatte, Schmerzen in der Brust, Schmerzen an den Beinen, wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt. Das war echt eine tolle Erfahrung und ich habe auch schon ein paar Videos aufgenommen, die ich zusammenschneiden werde für euch. Ich wollte das heute eigentlich machen, aber ich brauchte wirklich einen Ruhetag. Heute habe ich mich ganz viel entspannt und das ist natürlich auch wichtig im Leben, dass man, gerade wenn man etwas ganz Großes geleistet hat, dass man sich dann auch entspannt. Insofern gibt es heute ein Video ohne Untertitel, aber dafür produziere ich morgen ein richtig tolles Video und ich habe auch schon das Material dazu. Ich habe Szenen vor dem Marathon. Ich habe eine Szene, also eine Freundin hat mich gefilmt, wie ich durch das Ziel laufe. Und es gibt auch ein paar Fotos. Und das werde ich alles zu einem tollen Video verarbeiten, einem Video mit Top-Qualität und natürlich mit Untertiteln. Aber dieses Video konnte ich heute nicht machen, weil ich mir, wie gesagt, einen Ruhetag gönnen wollte. Ja, und jetzt geht es mir langsam besser, mein Körper regeneriert sich, ja. Die Schmerzen gehen weg und der Körper heilt sich. Ja. Mein Körper regeneriert sich und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe und ich werde euch morgen noch mehr erzählen von dieser Erfahrung und das hat echt Spaß gemacht und ich kann jetzt auch sagen, dass ich es geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Ja, ich habe es nur in 5 Stunden geschafft, aber immerhin. Und und falls ihr auch mit dem Gedanken spielt, eine große sportliche Leistung zu wagen, dann kann ich nur sagen, nur zu. Macht es. Es ist eine tolle Erfahrung. Und ja, ich will jetzt nicht noch alles sagen, was ich in dem Video schon gesagt habe, was ich schon aufgenommen habe und was ich dann zu einem richtig guten Video verarbeiten werde, aber das ist jetzt nur ein kurzes Update. Am Ende meines Ruhetags, es ist schon abends, aber ich wollte noch dieses Video für euch aufnehmen, weil ich euch versprochen habe, jeden Tag ein Video zu machen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wenn man sich aufsucht, dass man dann zumindest noch die allerwichtigsten Dinge doch noch schafft. Ja? Und für mich ist es super wichtig, dass ich ein Video für euch mache, jeden Tag. Das ist das Wichtigste. Ich schaffe nicht immer ein Qualitätsvideo zu machen, ein Video mit Untertiteln, aber dafür schaffe ich ein Video pro Tag. Und jetzt da ich keinen Marathon mehr vor mir habe, jetzt da ich dieses Ziel erreicht habe, habe ich jetzt auch viel mehr Zeit, um wirklich jeden Tag
ein Video zu machen mit Top-Qualität. Okay, das war die Lektion für heute. Ich habe versucht, dir ein Video zu machen mit sehr viel verständlichen Inhalten und mit sehr ruhiger und nicht zu schneller Stimme. Und damit hast du auch deine verständlichen Inhalte für den Tag bekommen. Das ist auch wichtig, dass du auch diese Konsistenz beibehalten kannst, dass du auch jeden Tag deinen Morgen starten kannst mit einem Video. Und genau. Und das war's. Was ich noch sagen wollte. Vielleicht ist dies auch ein Training für dich, dieses Video. Ja? Dadurch, dass ich keine Untertitel habe, ist es vielleicht eine höhere Herausforderung für dich. Ja? Es ist ein bisschen schwieriger, weil du keine Untertitel hast. Aber wenn du bis hier geschaut hast, dann bin ich mir sicher, dass du trotzdem sehr viel von dem verstehst, was ich sage. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du dir auf die Schulter klopfen, wie wir im Deutschen sagen, kannst du stolz sein darauf, dass du mich verstehst, obwohl ich keine Untertitel habe. Und vielleicht kannst du auch mal versuchen, weniger auf die Untertitel zu schauen. Und vielleicht kannst du versuchen, mich zu verstehen, ohne die Untertitel zu lesen bei meinen anderen Videos. Das war das Video für heute. Ich mache mal hier Schluss. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, wenn du das am nächsten Morgen schaust. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!